Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ja, der Himmel ist blau, wie ihr seht. Wundervoll, und wir sind in Stockholm. Ja, okay, wir sind auf dem IKEA-Parkplatz in Stockholm, also noch nicht so richtig in Stockholm, denn wir haben heute Nacht hier geschlafen und wir wurden schon hier in Stockholm herzlich willkommen geheißen, und zwar hier in Form eines kleinen Strafzettels. 700 Kronen! Wuhu! Übernachten 700 Kronen. Ja, da freut man sich doch, wenn die Schweden einen hier so herzlich willkommen heißen. Auf einem Parkplatz, wo man sagen muss, ja, ey Leute, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass das Ding hier ist riesengroß. Hier ist halt überhaupt nichts los. Also ob man sich dann da unbedingt so anstellen will und muss. Ich weiß, ich kann verstehen, dass man jetzt hier nicht 1000 Camper stehen haben möchte, aber naja, wir sind hier gestern Abend um 9 angekommen und jetzt ist es morgens um 8. Ich weiß nicht, ob man da sich anstellen muss oder ob es hier um ein bisschen Geldmacherei gibt. Wie auch immer, viel Spaß mit dem Video. Wir fahren jetzt nämlich nach Stockholm. Was ist das denn? Veganer Speck? Ja, ich probiere das mal aus. Es gibt von Tulip veganen Speck. Also, mal schauen. Es ist ein Experiment für alle Beteiligten. Also zuerst haben wir gerade einen Strafzettel bekommen, mitten in der Nacht. Und zweitens kam dann gerade so ein Typ mit einem Auto gefahren, hat sich direkt vor unsere Tür gestellt. Wir haben die Tür aufgemacht und dann hat er gesagt, hey, ich möchte euch ein Bier anbieten. Oh Gott, ja. Irgendwie ist das hier komisch in Stockholm. Stockholm. Ja. Keine Ahnung, ob das so unsere Lieblingsstadt wird. Also irgendwie. Aber es fängt schon mal gut an. Ein bisschen eigenartig. Ah, okay. Genau. Naja, und das ist echt auch komisch, denn wir haben in Deutschland schon öfter auf dem IKEA-Parkplatz geschlafen. Wir haben in Umeå auf dem Parkplatz von IKEA geschlafen. Wir haben in Polen auf dem Parkplatz von IKEA geschlafen. Also wir haben schon sehr häufig immer bei IKEA geschlafen. Und letzte Nacht war es wohl das erste Mal, dass man mit uns richtig Geld verdienen wollte. Und zwar in Stockholm. Naja, mal schauen. Und hier war dieser Noah mit dem Bier, da dachte ich auch gerade die ganze Zeit. Ey, das steht da immer noch. Ja, ja. Warum auch immer. Und trinkt Bier morgens um 9. Ja. Neben uns. Hm. Und der ganze Parkplatz ist leer. Ach, ist ein Kuschler. Ja. Und ein Biertrinker. Alle angezogen, schick gemacht, es geht los. Wir fahren jetzt nach Stockholm rein. Hier sind wir jetzt in Stockholm und sind jetzt hier schon auf dem Parkplatz. Und hier ist das Vasa-Museum. Und wir haben hier die App Easy Park uns runtergeladen. Und das ist so einfach, jetzt hier zu parken. Ich brauche jetzt nur auf mein P drücken und dann fängt die Zeit an zu laufen. Und ich kann das vorbuchen, ich kann es jederzeit abbrechen und ich kann es sogar wieder rückgängig machen. Eigentlich ziemlich cool gelöst. Jo, dann parken wir hier mal und laufen mal zum Vasa-Museum. Ja, und ich bin ja fasziniert, dass der Parkplatz hier so leer ist. Ist gar nichts los. Also, verrückt. Wir sind zwar in der Nebensaison, aber dass es so leer ist, vielleicht und hoffentlich ist es in dem Museum auch so leer. Hä?
Das wäre cool. Das wäre dein Traum, ne? Ja, das wäre mein Traum. Museum ganz alleine für uns. Mhm. So sieht's aus. Ich muss übrigens einen kleinen Bonbon lutschen. Ich habe ein bisschen Halsweh. Naja. Aber wir haben sämtliche Präventionsmaßnahmen getroffen und er kriegt jetzt nur noch Hochprozentiges zu trinken. Genau. So sieht's aus. Toi, toi, toi. Dreimal auf Blech. Willkommen im Vasa-Museum, dem meistbesuchten maritimen Museum der Welt. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Mehr als drei Jahre lang hatten über 400 Zimmerleute, Maler, Segelmacher, Schmiede und Glasmeister am Bau des Schiffes gearbeitet. Über 1000 Eichen wurden gefällt. Da es in Schweden aber nicht genug Bäume in den passenden Größen gab, wurde ein Großteil sogar aus Polen importiert. Die Vasa war für Schweden ein absolutes Prestigeobjekt und nach Fertigstellung eines der mächtigsten und größten Schiffe, die bis dato je gebaut wurden. 64 Kanonen auf einer Länge von 61 Metern. Die gesamte Segelfläche lag bei etwa 1300 Quadratmetern. Über 700 Statuen, deren fratzenhafte Gesichter Schwedens Stärke demonstrieren und den Gegner demütigen und ängstigen sollten, zierten die Vasa. Ja, das Verrückte an der Vasa ist ja, dass der Kahn nie richtig auf dem Meer war. Der ist 1000 Meter hier rausgeschippert und dann kam die erste Brise und das Ding ist schon gekentert. Und man vermutet ja, dass es am fehlenden Schwerpunkt des Bootes lag. Also die haben nicht genug Steine unten reingehauen. Tja, hätten sie mal Lotti gehabt. Die schleppt hier jeden Tag Steine bei uns an, ne? Ja, ist richtig. Hätte die mal mithelfen können. Ist richtig, ist richtig. 120 Tonnen Steine waren da unten drin, aber es war trotzdem nicht schwer genug. Und dann kam die erste Brise und hat das Ding halt mal so ein bisschen Schlagseite gegeben. Und die hatten ja zu Ehren und zum Auslaufen noch mal so ein paar Salutschüsse schießen wollen. Deswegen waren die Kanonenluken offen und da drang dann so viel Wasser ein, dass der ganze Kahn halt einfach mit 30 Mann untergegangen ist. Also 30 Jungs sind hier auch noch mal schön ersoffen auf dem Schiff. Das ist aber nicht das Spannende. Das Spannende ist, dass man dieses Schiff dann irgendwann 1950, ich glaube 1956, gefunden hat. Und zwar hier genau diese 1000 Meter vor dem Hafen. Und man hat dann angefangen, dieses Schiff aus dem Wasser rauszuholen. Aufwendig hat man dann kleine Kanäle unter dem Boot unterspült und dann hat man das mit richtig starken Seilen, Tauen halt nach oben geliftet. Ja, und normalerweise braucht ja so ein Holzboot immer Wasser. Und damit das auch so bleibt, wie es jetzt hier ist, hat man dieses ganze Holzboot nochmal behandelt über sehr, sehr lange Zeit. Man hat die ganzen Stahlnieten, mit denen das ganze Holz genietet ist, entfernt. Man hat da Edelstahlnieten reingepackt und verhindert, dass das Boot somit jetzt hier noch weiter vor sich hin vergammelt. Und das rostet. Ist schon, und rostet. Und das ist schon ja Holz und Rosten und so und Mercedes Sprinter und Rosten, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist schon echt sehr, sehr spannend, dass sie halt den Kahn von 1000 Meter vor dem Hafen nach oben geholt haben und jetzt hier in die Halle gelegt haben. Und der ist so weit konserviert, dass er hier auch noch relativ lange liegen wird. Also wenn ihr mal in Stockholm seid, guckt es euch an.
Trockentrenntoilette, ne? Leute, ich gehe hier ungern auf öffentliche Klos. Das ist ja auch mit der Grund, warum wir ein super Klo in unserem Camper eingebaut haben. Aber die Jungs hier, die hatten definitiv kein Trockentrennklo, denn die hatten eins, was durch die Wellen gespült wurde. Und zwar ein einziges Klo für 450 Leute. Das ist dieser kleine Eimer, der da vorne steht. Das wäre ja genau meins gewesen. Lotti, wo bist du denn jetzt drauf? Auf dem Mast. Ja, das stimmt. Ne? Die haben hier den Ausguck einmal nachgebaut, um auch mal zu zeigen, wie hoch das Ding ist. Ne? Also hier kann man einmal so ungefähr die Dimensionen erahnen, wenn man da oben im Mastkorb ist. Damit man mal ein Gefühl kriegt, wie das ist, wenn man da oben drauf ist. Das finde ich echt süß. Es gibt hier so einen Kinderfilm, da geht es um ein kleines Schweinchen, das auf die Vasa gebracht wurde. Das dann auch den Untergang miterlebt hat. Und es gibt dann für die Kinder hier so ein Buch. Und dann kann man die verschiedenen Stationen von dem Schweinchen durch das Museum einmal ablaufen. Und die Kinder sollen dann Sachen finden, zum Beispiel kannst du hier die Katze sehen, die du im Film gesehen hast. Und ja, das macht es ein bisschen interessanter, wenn man hier mit Kindern durchläuft. Richtig coole Idee. Sehr schön, gefällt mir gut. Jetzt kann man natürlich sagen, Leute, was baut ihr da für einen Blödsinn? Ne? Warum baut ihr denn Schiffe, die untergehen? Aber ich glaube, die Museumsbetreiber hier, die werden sich gedacht haben, Mann, vielen Dank, Holländer, dass ihr das Boot so gut gebaut habt. Denn aufgrund der Tatsache, dass das Ding jetzt hier mal so 1000 Meter vom Hafen untergegangen ist, blieb das meiste auch sehr schön erhalten und konserviert. Und man konnte das jetzt hier auch als hervorragendes Museumsschiff ausstellen. Danke, Holländer. Danke, Holländer. Echt nett von euch. Ja. Findest du gruselig? Ja, das ist so ein Skelett. Guck mal nach unten. Also, das ist echt gruselig. Please. Genau, und am Ende jeder Tour kommt der Shop. So sieht's aus. Na, kommst du hier raus? Wir sind jetzt also in Stockholm und irgendwie hat hier jeder sein Boot. Na gut, irgendwie wohnt hier auch jeder auf einer Insel. Aber das ist in Stockholm auch nicht so schwierig, denn Stockholm erstreckt sich über 14 Inseln. Und da liegt es natürlich auch irgendwie auf der Hand, ein Boot zu haben. Na toll, die haben alle ein Boot. Übrigens fragt ihr euch bestimmt, wer ist Nasa? Und ich kann euch sagen, ja, ich nasale hier. Denn es trat leider das ein, was beim Vanlife überhaupt nicht so gebrochen ist. Ich habe einen lebensgefährlichen Männerschnupfen. Ihr hört es. Und ihr erinnert euch bestimmt an die Halsschmerzen am Anfang. Naja, das bedeutet für mich jetzt also Schottendicht und die Mädels allein auf die Stadt loslassen.
Who Let the Girls Out? Huh, 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 huh. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute sind wir nur zu zweit unterwegs, ne? Ja, warum? Ohne Marco. Ohne Marco, weil Marco, ja, der fühlt sich heute nicht so gut. Und wir sind immer noch in Stockholm und wir gehen jetzt in das Kindermuseum. Und? Ja. Was machen wir da? Spielen. Spielen. Junibacken heißt das, genau. Wir gehen da jetzt rein. Ich habe online die Karten vorreserviert, das muss man hier noch machen. Und dann gucken wir mal. Guck mal, die Mugglers. Da ist noch einer. Ja, Mama, komm. Pettersons Werkstatt. Guckt euch das an. Ah, die sind überall, die Mugglers. Nicht in den da. So, Lotti und ich haben jetzt genug von hier unten. Wir fliegen jetzt mal hoch in die Luft. Los geht's, Lotti. Ja, los geht's. Wir gleiten jetzt mal unten. Dann landen wir jetzt. Ja, wir landen. Alles klar. Fertig machen zur Landung. Oh nein, und mein Grassprit ist unten. Und wir haben gerade erst angefangen. Wir sind auch mitten auf dem Weltall. Nein, wie sollen wir denn jetzt runterkommen? Ich versuche, da ein bisschen Sprit reinzupumpen. Einschaltung zurück. Gangschaltung? Weißt du, wie man das Ding überhaupt fliegt? Ja, weiß ich. Ah, Marisse, du musst dir die Hände hochmachen. Hier, stürzt ihn ab. Ich glaube, die sind vom Baum gefallen. Ja. Cool. Darf ich da spielen? Ja, sicher. Hallo, Muschelprinzessin. Wow, du hast aber ein schönes Kleid an. Das ist das schön. Ich habe sogar Wasser. Wirklich? Was cool ist, ne? Ein kleiner Anzügler. Guck mal, hier ist eine Krone. Wir machen jetzt eine kleine Rundfahrt und besuchen ein paar Kinder, die ihr, glaube ich, schon kennt. Wie die Mama da etwas angestellt hat. Auf den Tisch liegen. Ich hab Flieger! Wie weit sieht es da aus? Das ist ja ganz schön voll hier. Oho. Nein, hier wollen wir nicht bleiben. Weiter geht's. Was ist das passiert? Wir sind klein geworden. Wir sind ja plötzlich ebenso klein wie Nils Karlsson Stimmeling. Guten Morgen. Heute Tag 2. Ohne Marco. Nur Susi und Lotti im Museum. Und wir haben uns heute das Technikmuseum in Stockholm rausgesucht. Und besonders doll freut Lotti sich auf die ganzen Roboter. Ja, dann gehen wir mal rein. Karten haben wir übrigens schon online gekauft. Mama, da ist noch jemand neben mir. Eine zweite Lotti. Mhm. Und Erwachsene zahlen so 15 Euro und Kinder unter 6 Jahren zahlen nichts. Ich habe jetzt nochmal nachgefragt, was für uns, also für Lotti vor allen Dingen, das Spannendste hier sein soll, weil es ist doch schon ein sehr großes Museum. Und ich spiele sogar einen Roboter. Und sie haben gesagt, wir sollen uns jetzt erstmal die Megamind und die Mars-Ausstellung angucken. Die soll sehr cool sein. Und da gehen wir jetzt gerade hin. Megatrick. Was ist das denn hier? Der Mars, Lotti. Ja. Solche haben die hochgeschickt auf den Mars. Die waren in einer Rakete. Ja, genau. Richtig. Guck mal, da siehst du noch Spuren, wie sie da lang gefahren sind. Jetzt muss ich
Hier können wir uns angucken, wie es aktuell auf den Raumstationen so aussieht. Im ersten Teil der Mars-Ausstellung ging es eigentlich nur darum, was bisher unternommen wurde, wie weit der Stand der Technik ist. Aber hier haben sich ein paar Designer mal Gedanken gemacht, wie das Leben auf dem Mars aussehen könnte in der Zukunft. Das ist aber wirklich spannend. Die Frage ist ja, wie viel kann man in einem Raumschiff mitnehmen zum Mars? Das ist ja ein bisschen wie mit unserem Auto, da können wir ja auch nicht unendlich viele Sachen immer mitnehmen. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass man dort auf dem Mars etwas aufbauen will, dann muss man auch die Dinge ein bisschen neu denken. Und hier haben sich ein paar Wissenschaftler überlegt, sie könnten anhand von nachwachsenden Rohstoffen, und zwar Pilzen, Dinge kreieren, wie zum Beispiel hier Schuhsohlen. Kletter schnell hoch! Nein. Schnell! Aber da waren schon die Nächsten, du hast nicht aufgepasst, da kamen schon die Nächsten. Mensch! Soll ich mal machen? Ja, okay. Mit mir, wir sind ein Team. Okay. Okay. Lotti malt gerade mit ihren Augen. Ohne die Hände. Wir waren beim Museum, beim Robotermuseum, aber wir haben jetzt keine richtigen Roboter. Wir machen eine Pause und wir sind jetzt gerade hier im Restaurant vom Technikmuseum, was sehr stylisch ist. Und wir haben uns beide jetzt Mittagessen bestellt. Ja, und hier haben wir so einen Klingelaut, der sieht einfach so gut. Ja, der vibriert, wenn es fertig ist. Ja, ne? Und aber wieso ist da genauso eine Zahl wie da? Keine Ahnung. Wir warten jetzt aufs Essen und dann gehen wir uns noch die Roboter anschauen, okay? Oder Leute, die machen Mittagsschlaf. Die Roboter anschauen. Aha, okay. Leute, komm jetzt. Echt jetzt? Ja. Oh Mann. Unsere Reise hat uns ja schon weit gebracht. Und wir haben viel Neues kennenlernen dürfen. Viele neue Menschen, viele tolle Gegenden. Und wir sind ja auch schon lange unterwegs. Doch hier in Stockholm fühlt es sich plötzlich nicht mehr so an, wie unterwegs zu sein. Wir sind ein bisschen verwundert, denn wir haben ein sehr bekanntes Gefühl in unserem Bauch. Stockholm fühlt sich eher vertraut an. Die Häuser, das Wasser. Versteht mich nicht falsch, es ist eher, als wäre man in der hübschen Schwester von Hamburg. Die ersten Stunden in Stockholm vergehen wie im Flug. Aber wir haben ja auch Glück, denn das Wetter spielt mit. Nur mein gefährlicher Männerschnupfen, ne? Der mindert mich natürlich in meinem Bewegungsdrang. Aber Stockholm hat so viel zu bieten, dass ich die Krankheit in meinem Körper zur Kapitulation zwingen muss. Ich bin begeistert, wie viel Platz zur Verfügung steht und wie viel Raum die Natur einnehmen darf. Es gibt nur wenig hohe Gebäude und die Silhouette von Stockholm hat ihren eigenen Charme. Es gibt viele Sehenswürdigkeiten, Restaurants, Museen, Parkanlagen. Aber vor allem beeindruckt mich die Nähe zum Wasser und der maritime Einfluss. Das Leben mit der Natur in dieser Großstadt ist wirklich beeindruckend. Aber ihr werdet es kaum glauben, was mich nach 8000 Kilometern am meisten begeistert. Wir können unseren Sprinter stehen lassen und die Stadt mit dem Boot erkunden. Wie genial ist das denn? Und natürlich kommt irgendwann der Moment auf, da fragt man sich, hätte man sich nicht an der einen oder anderen Stelle mehr Zeit nehmen sollen? Doch am Ende bin ich ganz froh, dass wir die Zeit hier hatten.
Auf 14 Inseln verteilt, erlebt man das nordische Flair an jeder Ecke. Für die einen ist es das Venedig des Nordens, für die anderen Hamburgs hübschere Schwester. Ach, so, übrigens nochmal an alle Zweifler, ob man eine Dusche im Innenraum braucht. Wir stehen jetzt hier seit 5 Tagen in Stockholm und haben jetzt hier schon 2-mal auf dem Parkplatz, auf dem öffentlichen Parkplatz geduscht. Und das ist so geil. Wir stehen hier mehr oder minder als Stealth Camper, also neben anderen parkenden Autos. Und die wissen ja nicht unbedingt, dass wir hier drin schlafen. Und das ist so cool, wenn man hier halt alles... Boah, was hast du denn für ein schönes Hemd? Ja, das habe ich bisher noch nicht angehabt, aber das habe ich neu. Übrigens, Querstreifen machen dick und gerade Streifen machen schlank. Wie hast du beide da? Hallo, was willst denn du mir jetzt denn sagen? Willst du damit sagen, dass ich fett bin oder was? Nein, aber wieso hast du beide Sorten davon? Das ist ja wohl eine Frechheit, oder? Das ist doch eine einfache Frage. Also... Aber Papa kann sich nicht zwischen dick und dünn entscheiden. Ganz einfach. Ja, oben möchte ich dick sein und unten möchte ich dünn sein. Verstehst du? So, ich möchte Tanne sein. Ah nee, warte mal, nicht Tanne. Ah! Andersrum, andersrum. Es ist verrückt, die Zeit verrinnt und auch diese kleine Episode ist wieder vorbei. Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte, bitte einen Daumen hoch, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt. Abonniert den Kanal. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr so toll mitmacht. Leute, ihr seid die Besten.